Hallo zusammen. In Derry Barrymore haben sich zwei mysteriöse Todesfälle ergeben. Eine Person hat sich am Torbogen einer Burgruine erhängt, die andere liegt in ihrem Schlafzimmer, bewacht von einer Schlange. Und bei den beiden Toten soll es sich jeweils um Mr. Pomeroy handeln. Dieser Fall ist zu groß für den örtlichen Police Constable, sodass Spezialisten vom Scotland Yard herbeigerufen wurden, zu denen sich auch der örtliche Vikar gesellt hat. Bei dem Versuch, die Schlange zu beseitigen, kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall. Voller Enthusiasmus hatte der Vikar tatkräftig mit angepackt und sich von dem Tier sogleich in die Hand beißen lassen. Glücklicherweise ist ein Arzt zugegen, doch, nun ja, es sieht nicht gut aus. Mein Name ist Michael und die Geheimnisse um den Fall in Derry Barrymore lösen sicherlich Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars. Cheers. Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralph. Davon können Sie ausgehen, junger Mann. Seiner Krankenschwester Abigail Chase, gespielt von Miriam. Immer zur Stelle. Und vielleicht auch noch von Vicar Armstrong, gespielt von Jens. Mir geht das gar nicht gut. Gut, im Schlafzimmer von Mr. Pomeroy, der gute Vikar liegt so halb auf dem Stuhl, halb ist er schon runtergerutscht. Der Arzt bemüht sich um ihn nach Kräften, so wie ihm dann halt irgendwie eine Schlangenvergiftung möglich ist, etwas zu tun. Während Wilbur Harris mit, ja nicht der Katze im Sack, sondern der Schlange im Sack, vermutlich nach draußen unterwegs ist, um das gute Tier in ihren Käfig zurückzubringen. Nicht ohne vorher einen Blick auf den Leichnam, der dort im Bett angeblich liegt, zu werfen. Sieht ja der Mr. Pomeroy unter dem Torbogen ähnlich? Nicht im Geringsten. Okay. Nicht im Geringsten. Denn war der Mr. Pomeroy unter dem Torbogen von guter Statur, guter Erscheinung, macht dieser Mr. Pomeroy hier eher so den Eindruck, schlecht rasiert, eher abgehalfterte Kleidung. Also jetzt nicht unbedingt das, was man in diesem Hause erwarten würde. Außer dem äußerlichen Pflegezustand, aber auch die Gesichtszüge passen nicht zueinander. Richtig. Also es könnte ja auch nicht ein entfernter, verstoßener Zwillingsbruder sein. Gut. Dann würde ich mir die Schlange nehmen und sie in dieses Gewächshaus bringen. Läufst die Treppe runter im Erdgeschoss, kommst da am Salon vorbei. Hättest da die Möglichkeit, auch nochmal kurz reinzurufen? Miss Abigail. Ja. Unser Vikar wurde gebissen. Gebissen? Ja, von der Schlange her. Oh Gott, wie geht es ihm? Es ist ein Arzt oben, aber Sie sind ja Krankenschwester, vielleicht können Sie dem Arzt assistieren. Detektiv Inspektor? Ja, was ist? Also dieser Mr. Pomeroy oben ist ein Mr. Y, weil er sieht dem Mr. X, dem angeblichen Mr. Pomeroy unter dem Torbogen überhaupt nicht ähnlich. Ich komme gleich zu Ihnen, ich bringe bloß die Schlange in Ihren Stall. Ja, ich warte hier so lange. Miss Chase, gehen Sie ruhig nach oben. Ich komme hier klar. Ich bin schon unterwegs. Ja, mit den Worten laufe ich dann nach oben in das besagte Zimmer. Begegnest im Foyer noch einer dunkelhäutigen Person. Eine Frau afrikanischen Ursprungs, die ein Tablett mit einem Teeservice trägt und auf dem Weg in den Salon ist. Ich schaue sie nur im Vorbeigehen an, achte nicht weiter auf sie und renne nach oben. Tee für die Herren? Stellen Sie hin. Die anderen kommen gleich, glaube ich, hoffe ich. Na, wenigstens Tee. Sie stellt das Tablett ab und gießt dir eine frische Tasse Tee ein und reicht sie dir rüber. Du bist jetzt mittlerweile auch alleine da unten im Salon, ne? Mhm. Gut. Da ich jetzt im Moment nicht sehr viel machen kann, werde ich mich erstmal gemütlich zurücklehnen, meinen Tee genießen. Aber und die schöne Aussicht nach draußen. Genau. Aber die Dienstmagd oder wer auch immer das ist, die ist noch im Raum, ne? Ja. Dann sagen Sie, wer sind Sie? Jutta Cook, Sir. Mhm. Sie arbeiten hier im Haus schon länger? Ja, Sir. Ich Köchin. Ah, dann kennen Sie doch bestimmt auch Mr. Pomeroy. Sicher, Sir. Mr. Pomeroy mich mitgebracht. Mitgebracht? Von wo? Aus Afrika. Aha. Von wo denn da? Ich aus Gambia. Mhm. Sagen Sie, wie sieht Mr. Pomeroy aus? Können Sie ihn beschreiben? Mr. Pomeroy, schlank, Bart, weiß. Ah, total hilfreich. Genauer geht es nicht? Nein, Sir.
Entspricht das dem, den wir vorher entdeckt haben, dem Toten? Ja, zumindest wenn du jetzt den meinst, der da am Torbogen hing. Ja, ja, genau. Beziehungsweise darunter lag. Den anderen habe ich ja noch nicht gesehen. Genau. Okay. Sie noch etwas brauchen? Vielleicht ein paar Gurkensandwiches oder etwas Ähnliches? Sicher, Sir. Das wäre wundervoll. Dann lehne ich mich erstmal zurück und genieße meinen Tee. Dann eilt Abigail die Treppe hinauf und sieht auch schon oben im Flur ein bisschen Trubel. Eine Tür steht offen. Du siehst, da kniet ein Mann am Boden, hat eine Tasche neben sich stehen und bemüht sich um den Vikar, der ja wie ein nasser Sack da in seinem Stuhl hockt, Schweiß überall auf der Stirn. Ja, ich gehe in das Zimmer rein und knie mich daneben, schau den ja offensichtlichen Arzt an. Mein Name ist Abigail Chase, ich bin Krankenschwester. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ah, sehr gut, sehr gut. Gut, dass Sie da sind. Halten Sie das mal hier, bitte. Ja, natürlich. Oh Gott, der Arme. Er schwitzt ja ganz schön. Es tut mir leid, dass ich in solche Umstände machen muss. Nein, 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 machen Sie nicht. Aber den Helden sollten Sie vielleicht nicht spielen beim nächsten Mal. Tja, aus meiner medizinischen Sicht zieht irgend so eine Spritze auf und jagt sie dir in den Arm. Ist das jetzt alles, was ich für den Moment tun kann? Vielleicht sollten wir auch das Gebet noch wagen. Oh je, wir bräuchten ein Gegengift oder etwas dergleichen, nicht wahr? Wohl wahr. Dafür müssten wir allerdings zum einen wissen, um was es sich für eine Schlange gehandelt haben und dann auch noch Zugriff auf entsprechende Gegenmittel haben. Müsste der Gärtner nicht sowas haben? Ich meine, er hält doch diese Schlangen. Nun, es wäre eigentlich sehr ratsam, wenn man ein entsprechendes Gegenmittel hätte, wenn man sich mit diesen Schlangen hier auseinandersetzt. Das denke ich allerdings auch. Meinen Sie, Sie kommen kurz alleine klar oder brauchen Sie mich noch? Sonst würde ich jemanden schicken, den Gärtner zu suchen. Nun, ich denke, ich habe jetzt hier alles getan, was ich für den guten Vikar tun kann. Den Rest muss jetzt die Zeit zeigen. Vielleicht haben wir noch ein freies Zimmer, wo wir ihn hinlegen können. Ach, lassen Sie mich doch einfach hier. Es ist schon gut so. Naja, aber wirklich bequem ist es nicht in diesem Stuhl, oder? Ach. Und Sie sollten was trinken und vielleicht sollte ich Ihnen mal die Stirn abtupfen. Oh je. Ach, Sie sind zu gütig, junge Dame. Aber warten Sie, Sie bleiben kurz hier. Ich gehe schnell runter und schaue, was ich tun kann. Und dann bin ich gleich sofort wieder da und kümmere mich nochmal um ihn. Und mit den Worten würde ich dann runterlaufen, zurück in den Salon. Mhm. Wo ist Mr. Harris? Der ist mit der Schlange nach draußen gerannt. Wissen Sie, in welche Richtung? Nein, er sagte nur, er bringt die Schlange nach draußen. Ich vermute mal zum Gärtner. Während er das sagt, renne ich dann schon raus und versuche dann draußen irgendwo eine Spur von ihm zu sehen, in welche Richtung er gelaufen ist. Ja, Wilbur ist ja derweil einmal so halb ums Haus rumgegangen zu den Stellen, zumindest da, wo die Schlangen halt untergebracht sind. Und ich nehme an, du beförderst die Schlange einfach mit Sack in den Käfig. In den leeren Käfig, wo die Schlange offensichtlich fehlt, und würde den Käfig auch wieder zumachen. Ich werde aber einen Teufel tun, die Schlange aus dem Sack zu holen. Das denke ich mir, ja. Und anschließend zurück. Dann würde ich mich nochmal umschauen. Es sind nur die Schlangen hier drin. Da sind nur die Schlangen drin, ja. Gut, da ist auch noch eine ein Käfig mit einer ganzen Reihe an Mäusen drin. Mhm. Aber ansonsten eher unauffällig der Raum. Die Käfige hatten keine Schlösser, gell? Die waren einfach bloß so zu. Genau. Also ein Riegel vor, aber kein Schloss. Ich würde aber auch mal auf den Boden schauen, ob ich irgendwo eine offensichtliche Spur entdecke, ob mir was ins Auge sticht, was hier nicht hingehört. Was auf den eventuellen Täter hinweisen könnte. Irgendwelche ganz offensichtlichen... Der hat zum Beispiel einen gelben Seidenschal, wie man das von Edgar Wallace kennt. Nee, also es ist wirklich sehr unspektakulär, ist abgesehen von rund 30 Schlangen, die da in den Käfigen hausen und den Mäusen in dem anderen Käfig. Es gibt noch einen kleinen Kohleofen, der wohl dazu genutzt wird, um dieses Terrarium einigermaßen zu temperieren. Der ist auch noch so handwarm, aber ansonsten sehr unspektakulär. Und allein die Tatsache, dass diese Käfige nicht verschlossen sind, sondern lediglich mit einem ganz einfachen Drahtriegel zugehalten werden. Okay, das Gartenhaus ist auch nicht, oder der Stall ist auch nicht abschließbar von außen. Es ist eine Vorrichtung da, aber kein Schloss. Okay, dann würde ich wieder Richtung Haus
gehen. Und triffst dann da auf Abigail Chase, die nach dir Ausschau hält. Ja, Miss Abigail, suchen Sie mich? Ja, ich habe sie gesucht. Wissen Sie, wo der Gärtner ist? Ist der irgendwo hier? Ist er da, wo die Schlangen sind? Nein, die Schlangen sind alleine, abgesehen von ein paar Mäusen. Und soweit ich weiß, hat der Gärtner heute frei. Ach, da war auch kein Schrank oder dergleichen, wo vielleicht irgendwas aufbewahrt wird an Gegengiften? Wäre mir jetzt nichts aufgefallen. Ach, Mist. Dann vielleicht weiß jemand anderes. Da war doch eine Dame im Flur. Ich habe sie getroffen. Vielleicht weiß sie, ob der Gärtner so etwas hat. Irgendwer muss doch wissen, ob es hier sowas gibt. Entweder das oder er muss wissen, wo der Gärtner ist. Oder wir durchsuchen das Zimmer des Gärtners. Wir haben auf jeden Fall nicht viel Zeit. Dann frage ich die Dame und sie können ja schon mal nach dem Zimmer Ausschau halten. Vielleicht frage ich die Dame, wo das Zimmer ist. Dann muss ich nicht suchen. Ja, dann kommen Sie mit. Ja, selbstverständlich. Das heißt, wir machen wieder kehrt und gehen zurück ins Haus und dann würde ich jetzt nach dieser Dame Ausschau halten. Oder vielleicht auch dieser stocksteife Butler. Ihr betretet den vergleichsweise großen, großes Foyer, aber das Foyer ist zunächst leer. Kann man denn erahnen, wo irgendwie die Küche oder so ist? Gehen hier Räume ab? Vielleicht irgendwas, was offen steht, wo man Geräusche hören könnte oder so? Ich würde jetzt einfach ganz laut rufen. Hallo, ist da jemand? Von etwas weiter weg hörst du leise Schritte näher kommen. Sir, es gibt keinen Grund, hier so zu schreien, Sir. Doch, den gibt es allemal. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Der Gärtner hat heute frei, richtig? Das ist korrekt, Miss. Wissen Sie, ob er Gegengifte aufbewahrt, falls eine Schlange jemanden beißt? Da bin ich überfragt, Miss. Ich befasse mich nicht mit den Schlangen. Quispen, so war doch Ihr Name, oder? Sehr wohl, Sir. Dann zeigen Sie mir bitte, wo das Zimmer des Gärtners ist, weil ich nehme mal an, Sie wissen nicht, wer der Herr sich aufhält, wo man ihn auftreiben kann. Und es ist jetzt wirklich Not am Manne. Und vielleicht könnten Sie auch Ihre Sätze 2 Takte schneller rausbringen. Sir. Dreh mich zu Miss Abigail. Wenn der noch einmal Sir sagt, dann hau ich ihm links und rechts eine runter. Und dann folgen Sie mir, Sir. Bevor Sie gehen, wo finde ich die Küche? Den Gang hier runter. Mensch. Gut. Ich kümmere mich dann um Mr. Armstrong. Ja, mit den Worten würde ich in Richtung Küche laufen und da nach Tüchern und Wasser und dergleichen Ausschau halten, was ich mit aufs Zimmer nehmen kann. Ich würde dem unsäglichen Gärtner, Butler folgen. Der auch ganz gemütlich, ruhig vorausgeht. Nach draußen am Gebäude vorbei in Richtung der Stallungen. Da, wo also auch die Schlangen sind. Und links daneben ist ein kleineres Gebäude, wo er dann direkt darauf deutet und sagt, hier sind die Unterkünfte für die Bediensteten, Sir. Würden Sie mir bitte das Zimmer zeigen, nicht die Unterkünfte der Bediensteten, das Zimmer des Gärtners? Selbstverständlich, Sir. Er öffnet die große Eingangstür, kommt zu deinem Flur, von dem 4 weitere Türen abgehen und direkt rechts die erste. Da deutet er hin. Dies ist das Zimmer von Mr. Garden, Sir. Ja, ich würde versuchen, das Zimmer, die Tür zu öffnen. Sir, Sie müssen die Tür nicht gleich kaputt machen, Sir. Holt dabei einen Schlüssel heraus und schließt die Tür auf. Danke, Quispen. Ich würde das Zimmer betreten. Ja, es ist eine kleine Stube, einfaches Bett, ein kleiner Tisch mit dem ebenso einfachen Stuhl daran und eine Kommode. Und, das Zimmer weist relativ wenig an persönlichen Sachen auf. Sehr spartanisch eingerichtet und sehr spartanisch ausgestattet. Gibt es irgendwo einen Schrank oder Glasfiolen, was aussehen könnte wie ein Gegengift? Wie gesagt, es ist einfach nur eine Kommode halt drin. Das wäre die einzige Stelle, an der irgendwas drin sein könnte. Dann mache ich die doch mal direkt auf. Ja, darin befinden sich einige Kleidungsstücke und eine Schachtel. Keine direkt offensichtlichen Glasfiolen. Was ist in der Schachtel? Wettscheine. Diverse Wettbüros aus Tottens. Und so wie es aussieht, sind da keine großartigen Gewinne mit eingefahren worden. Eher größere Verluste. Sicherlich mindestens 5 Pfund. Würde ich zur Kenntnis nehmen und vor mich hinmurmeln, als Gärtner scheint man gar nicht schlecht zu verdienen. Vielleicht sollte ich über eine neue Arbeitsstelle nachdenken. Sir? Derweil kommt Abigail Chase in der Küche an.
Da steht die eben schon erwähnte gute Frau und wirft dir einen, naja, recht übellaunigen Blick zu. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir ein paar Tücher geben, eine Schale mit kaltem Wasser und ein Glas mit Wasser? Sicher, sicher. Oh, und wenn es geht, etwas schnell. Ja, ja, immer schnell, immer schnell. Frauen immer alles schnell brauchen. Sie wuselt ein wenig rum, sucht irgendwo eine Schüssel heraus, füllt diese mit, ja, Wasser ab und legt zwei Tücher dazu. Vielen Dank. Und dann da drehe ich mich da rum und gehe mit den Sachen dann wieder zurück in das Zimmer, wo Armstrong lag. Ja, der Zustand von Armstrong hat sich einigermaßen stabilisiert. Es wird zumindest nicht schlechter. Ihm ist immer noch schwummrig und er hängt zu Halbseiten auf dem Stuhl. Aber er weilt halt immer noch brav unter den Lebenden. Mr. Armstrong, wie geht es Ihnen? Ja, es geht so. Aber ich muss doch zum Rugby-Training. Ja, das können Sie später immer noch machen. Das sehe ich genauso. Ich glaube, das können Sie sich jetzt erst einmal abschminken. Aber wir haben doch das Spiel gegen Blackton am Wochenende. Die Jungs müssen doch trainieren. Ich tätschle Ihnen so ein bisschen die Hand. Ja, ja, das wird schon noch. Alles gut. Und dann nehme ich die Lappen und pack die ins Wasser, bring die aus und tupfe ihm dann die Stirn ab. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Das ist viel wichtiger. Geht's denn der Schlange gut? Das ist ja, ist das ja ernst? Das arme Tier ist doch auch nur ein Geschöpf Gottes. Das kann doch auch nichts dafür. Sie sind wirklich ein Held. Ja, der Schlange geht es gut. Sie ist in ihrem Käfig. Der Constable wollte sie erschießen. Das konnte ich doch nicht zulassen. Dann würde es ihnen besser gehen, glaube ich. Ja, aber der Schlange nicht. Ja, aber jetzt wissen Sie wieder, welche Schlange es war. Noch, geht es Ihnen gut. Wollen Sie einen Schluck trinken? Ja, ich versuch's mal. Hier, bitte. Dankeschön. Nun, Mr. Harris sucht gerade nach einem Gegengift. Ich hoffe, er findet etwas. Ach, vielen Dank. Es tut mir so leid, dass ich Ihnen solche Umstände machen muss. Ja, das wird schon alles. Das wäre ja noch gelacht, sagt der Arzt. Ja, nicht so, als ob in diesem Hause in diesen Tagen nicht schon genug Unglück geschehen wäre. Machen Sie uns keinen Kummer, Vicar. Sagen Sie, kennen Sie sich nicht hier in diesem Haus aus? Nun, geringfügig, Ma'am. Ich bin ja der hiesige Hausarzt, von daher bin ich schon gelegentlich zugegen. Wieso? Wissen Sie nicht, ob es irgendwo einen Medikamenten-Arzneischrank gibt oder dergleichen, wo man so etwas lagern könnte? Da muss ich leider passen. Ich bringe die Medikamente in der Regel selber mit, die erforderlich sind. Verstehe. Aber vielleicht kann das Personal hier im Hause ja ein paar Auskünfte erteilen. Das Kindermädchen oder vielleicht war es auch Crispin etwas. Ich glaube, Mr. Harris hat ihn schon gefragt. Oder ist mit ihm unterwegs zumindest. Nun ja, Vicar, meinen Sie, es würde jetzt gehen? Sollen wir versuchen, ein paar Schritte. Es ist sicherlich nicht der beste Aufenthaltsort hier neben einer Leiche. Allerdings, wir können ja auch zu zweit stützen. Ja, dann lassen Sie uns diese Dache angehen. Es wird schon gut gehen. Du hackst dich bei den beiden unter und die stützen dich quer über den Flur. Und vielleicht sollten wir es im Salon erstmal versuchen, die Treppe hinab, langsamen Schrittes und dann in den Salon, wo man dich dann auf eine Couch dann niederlässt, wo du dich ausstrecken kannst, die Beine über die Armlehne und deinem Schwindel halt freien Lauf lassen kannst. Kann ich denn beim rausgetragen werden noch einen Blick auf die Leiche erhaschen? Selbstverständlich. Kenne ich diese Person? Der kommt dir durchaus bekannt vor, ja. Was ist nicht Lord Pomeroy? Ganz sicher nicht. Okay. Eher genau das Gegenteil davon. Dir dünkt, das ist Jack Farrell, ein allseits bekannter Tunichtgut in der Gegend. Okay, aber nicht der Gärtner. Nein. Sagen Sie, ich wende mich jetzt an den Arzt, sind Sie dann Dr. Grindelstein? Der bin ich, Miss. Oh, was habe ich für Manieren? Ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Ja, mein Name ist Dr. Joseph Grindelstein. Abigail Chase, angenehm. Sehr erfreut. Was führt Sie hierher, Miss? Nun, diese ominösen Morde. Um Mr. Pomeroy. Oh, Sie sind vom Scotland Yard? Nein, ich bin mit Mr. Lasseter hier. Ebenfalls angenehm. Oh,
Ich habe Sie überhaupt nicht wahrgenommen, als wir hier reingekommen sind. Verzeihen Sie, Sir. Kein Problem. Tee? Vielleicht für Sie auch, Vika? Nein, danke. Ich bleibe bei meinem Schluck Wasser, glaube ich. Gut. Vielleicht trotzdem für Sie, Doktor? Ja, ein Tässchen Tee in Ehren, das kann ja wohl niemand. Natürlich nicht, wahr? Wir sind Engländer. Ich nehme auch gerne einen. Vielen Dank fürs Angebot. Ja, natürlich, natürlich. Dann gieße ich mal noch 2 Tassen Tee ein und halte die jetzt so, ohne aufzustehen, in Richtung der beiden, des Doktors und von Miss Chase. Mhm. Vielen Dank. So, dann, der Arzt schaut ein wenig verdutzt auf den Rollstuhl, in dem du sitzt. Sie sind aber auch nicht vom Scotland Yard, oder? Natürlich bin ich das. Einer der besten Inspektoren von Scotland Yard, mein Bester. Was? Nichts. Der Tee ist zu heiß? Ja, haben Sie sich verschluckt? Mhm. Nein, nein, ich bin schon seit vielen Jahren bei Scotland Yard und naja, ein bisschen problematisch mit dem Ding hier, aber ansonsten alles noch ziemlich gut. Ja. Sie sagten, Sie kennen den Toten oben? Beileibe nein, aber ich kann Ihnen versichern, dass es sich hierbei nicht um Mr. Pomeroy handelt. Das ist Jack Farrell, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Wer ist Jack Farrell? Ach, ein Tagelöhner, ein Rumtreiber hier in der Gegend. Ein Tunichtgut. Ich würde mich dann auch langsam wieder aus quasi der Gesellschaft dazu gesellen. Jo, der Butler schließt hinter dir wieder zu und lässt dir den gebührenden Vortritt. Ich würde ihn auch ignorieren und direkt zurück ins Haus, in den Salon gehen. Ah, Harris, haben Sie was gefunden? Nicht wirklich, Detektivinspektor. Mhm. Also, wenn's ein Gegengift gibt, dann nicht bei ihm im Zimmer. Hm. Der gute Gärtner scheint dem Pferderennen sehr zugetan zu sein. Leider recht erfolglos. Ah, Vicar, wie geht's Ihnen? Ach, schon gut, schon gut. Ich würde jetzt meinen Flachmann hinhalten. Vielleicht reicht das ja als Gegengift. Oh nee, lassen Sie mal. Mir war der Geruch des Tees schon zu stark. Guter schottischer Whisky, das treibt die bösen Geister aus. Das versichere ich Ihnen. Besser als jeder Exorzist in Rom. Ja, Inspektor, was sind denn schon Ihre Erkenntnisse zu diesem tragischen Fall? Da ich bis jetzt noch nicht einmal den Leichnam untersuchen konnte, sind die Erkenntnisse noch nicht weit fortgeschritten. Aber Harris, Miss Chase, Sie können mir doch sicher mal eben die Treppe hochhelfen, oder? Zu zweit schaffen wir das bestimmt. Selbstverständlich. Also, ich steh mal auf. Ja, geht doch noch. Kommen Sie, Detektivinspektor. Miss Chase, gehen Sie voran. Ich schaffe es schon. Kriegen wir hin. Warum sind die Treppen immer so lang? Ich verstehe das nicht. Früher waren die Treppen in den Landhäusern immer viel kürzer. Ich habe Ihnen schon so oft gesagt, Sie sollten Ihre Ernährung dringend umstellen. Dann wäre das viel einfacher. Da muss ich Miss Chase beipflichten. Darüber können wir später reden. So, wo war jetzt dieser Leichnam? Hier in dem Zimmer. Folgen Sie mir. Gehen Sie vor. Ich bin so gut wie hinter Ihnen. Ja, ich halte Ihnen die Tür auf. Kommen danke, Sie rein. Danke. Da vorne auf dem Bett, dort liegt er. Aha. Hat man jetzt schon rausgefunden, wer es ist? Ja, in der Tat, ein Jack Farwell oder Farwell. Angeblich ein Tagelöhner aus dem Städtchen hier. Ich lasse mich mal neben dem Toten auf das Bett fallen und schaue mir den etwas genauer an. Also kann man irgendwas erkennen, woran er gestorben ist, beziehungsweise irgendwelche Spuren, hat er vielleicht auch einen Schlangenbiss abbekommen oder was auch immer. Er hat keine großartigen äußerlichen Merkmale. Nein, also jetzt nicht, dass er irgendwie eine Stichwunde, Würgemale oder etwas in der Art wären. Nein, eigentlich sieht er sehr unversehrt aus. Mhm. Aber was macht ein Tagelöhner im Bett von Mr. Pomeroy? Ich würde ihn jetzt mal ein bisschen untersuchen, ob ich irgendwo einen Schlangenbiss sehen kann. Nein, aber neben ihm am Boden, also der Arm hängt so halb aus dem Bett raus, liegt ein Glas auf dem Boden. Das ist ja seltsam.
Ebenso hat er sich, hat er, ja, auf der anderen Seite neben sich ein Tablett drapiert mit, ja, mit Essen. Kalt natürlich mittlerweile. Ich würde jetzt wieder, dann, wenn ich das Tablett sehe, würde ich wieder an die Tür treten und durchs Haus brüllen. Quispen! Ja, Sir. Er steht quasi unvermittelt vor dir, als hätte er direkt um die Ecke gestanden und gelauert. Ich würde erstmal erschrocken zusammenzucken und dann auf das Tablett deuten. Haben Sie dem Toten das Essen ans Bett gebracht? Selbstverständlich nicht, Sir. Aber Sie müssten doch mitbekommen haben, warum er überhaupt hier im Haus ist, oder nicht? Nein, Miss. Hat er sich einfach hier an Ihnen vorbeigeschlichen und ins Bett gelegt? Nun, an mir ist er sicherlich nicht vorbeigeschlichen. Mhm. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht eingelassen. Kommen Sie, Quispen, einem Wachhund wie Ihnen, das entgeht doch nicht, wenn so ein Subjekt in das Bett Ihres Arbeitgebers schleicht. Ich würde mal das Glas aufheben und daran riechen. Whisky. Riecht das sonst irgendwie noch, weiß ich nicht. Anders hat das eine Note von irgendwas, ein bisschen bitter oder so, oder einfach nur der normale Whisky-Duft? Also es sind jetzt wirklich nur Spuren von Whisky drin, ne? Weil wie gesagt, das Glas ist auf dem Boden und zerbrochen. Eine passende Flasche steht auf der, auf dem Nachtschrank, der Nachttisch, macht aber jetzt nicht unbedingt so einen ungewöhnlichen Eindruck. Hm. Harris. Sie kennen sich doch aus mit so einem Zeug. Hm? Gucken Sie mal, was ist das? Gut? Nicht gut? Ist das ein teurer Whisky? Das ist ein teurer Whisky. Detektivinspektor, ich würde mal sagen, das liegt nicht nur über meiner Gehaltsklasse, sondern auch deutlich über Ihrer Gehaltsklasse. Mhm. Ob es gut ist, ich bin nie in die Gelegenheit gekommen, es zu probieren. Mhm. Frisbee oder wie Sie heißen. Kommen Sie doch mal her. Crispy, Sir. Ja, habe ich doch gesagt. Kennen Sie diesen Whisky? Selbstverständlich, Sir. Dies ist einer der Lieblingswhiskys unseres Herrn. Und der Whisky hat hier in diesem Raum immer gelagert? Nein, Sir. Der Whisky müsste unten aus dem Salon sein. Das heißt also, dieser Mr. Farrell hat sich nicht nur an Ihnen vorbeigeschlichen, um hier in das Zimmer zu kommen, sondern er hat auch noch dabei eine Flasche Whisky stibitzt. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben? Sir, das würde ich jetzt nicht so bestätigen. Mr. Pomeroy wurde gestern Abend das Essen aufs Zimmer gebracht. Dazu selbstverständlich auch sein Whisky, den er erwünscht hatte. Die ganze Flasche? Ja, Sir. Das heißt, das Abendessen, was hier steht, ist eigentlich Mr. Pomeroys Abendessen. Ja, Sir. Dies sind die Reste von der eigentlich vorgesehenen Feierlichkeiten von gestern. Mhm. Feierlichkeiten? Die Reste von gestern, die feierliche. Sie reden in Rätseln. Was war denn gestern für ein Fest? Nun, es war Mr. Pomeroys Geburtstagsfeier. Ach, schau an. Dauerlicherweise ist es dann doch nicht zum Essen gekommen, sodass die Herrschaften sich zurückgezogen haben und ihnen das Essen aufs Zimmer gebracht wurde. Mit welcher Begründung hat er sich entschuldigt, dass er vom Essen fernbleibt an seinem Geburtstag? Nun, Sir, es steht mir nicht zu, über Tote schlecht zu reden oder so. Allerdings kam es wohl gestern Abend im Rahmen der Gesellschaft zu einigen Auseinandersetzungen. Daraufhin hat Mrs. Pomeroy es vorgezogen, sich zurückzuziehen. Und die Gesellschaft hat sich dann soweit aufgelöst. Ist sie noch hier im Haus? Selbstverständlich, Miss. Sie ist in ihrem Zimmer, ihr geht es nicht wirklich gut. Die Ereignisse sind ihr dann doch ein wenig, wie sagt man, auf den Magen geschlagen. Und wer hat nun behauptet, dass dieser Leichnam Mr. Pomeroy sei? Nun, wir sind davon ausgegangen, dass es sich um Mr. Pomeroy handelt, weil wer sollte sonst in seinem Zimmer nächtigen? Verstehe, das heißt, man hat die Tür aufgemacht, eine Schlange gesehen, einen Leichnam und die Tür wieder zugemacht und ist davon ausgegangen, dass es Mr. Pomeroy ist. Verstehe. Das erklärt noch lange nicht, wie Sie Ihre Pflichten so vernachlässigen können, dass er hier in dieses Zimmer kommen konnte.
Sir, die Tür war von innen verriegelt, als wir heute Morgen versucht haben, zu Mr. Pomeroy zu gelangen. Von innen verriegelt? Ja, Detective. Ich stehe mal auf und humpel mal so langsam zur Tür herüber. Wie sieht die von innen aus? Also ist da so ein, ist da einfach nur ein Schloss drin oder ist da ein Querriegel noch davor oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, das ist ein reguläres Türschloss dran. Und man sieht auch, dass von draußen, also von der Gegenseite, ein bisschen Gewalt angewendet worden ist, um diese Tür da aufzubrechen. Und von innen steckte der Schlüssel. Genau. Wer hat die Tür aufgebrochen? Dies war unser Stallbursche in meinem Auftrage. Und warum ließen Sie die Tür aufbrechen, wenn Sie vermutet haben, dass Mr. Pomeroy hier in seinem Zimmer ist? Nun, Sir, es war schon reichlich spät. Das Frühstück war schon längst vorüber und Mr. Pomeroy reagierte nicht auf mein Klopfen. Da er nicht darauf antwortete, auf meine Anfragen, hatten wir doch relativ viel Grund zur Sorge, dass es irgendwelche Probleme gäbe, wie sich ja dann auch herausgestellt hat. Wir? Nun, meine Wenigkeit und selbstverständlich auch das restliche Personal. Aber nicht Miss Pomeroy? Zu diesem Zeitpunkt noch nicht, Sir, nein. Ich würde mal gern zum Fenster gehen und mir das anschauen. Das Fenster steht offen, du hast einen schönen Blick nach draußen. Efeu rankt drumherum. Wär's schwierig, aus dem Fenster rauszuklettern? Nein, aus dem Fenster kann man ganz leicht rausklettern. Und auch dann ein Stockwerk tiefer. Neben dem Fenster ist ein Fallrohr, wenn du darauf anspielst. Ja. Und wäre es auch möglich, nicht nur raus, sondern auch von unten hier wieder reinzuklettern? Schaust du raus? Ja, dann werde ich mich mal so langsam in diese Richtung bewegen. Das dauert natürlich einen Moment, aber dann schaue ich raus und hänge mich so über den Rand. Ja, du entdeckst auch dieses Fallrohr. Und jede Menge Efeu, das da die Fassade begrünt und insbesondere am Fallrohr doch an einigen Stellen abgerissen zu sein scheint. Mhm. Was ich mich frage, ist halt, ist eventuell Pomeroy rausgeklettert und Farrell reingeklettert? Könnte das möglich sein? Oder ist das zu schwierig? Für dich wäre es wahrscheinlich zu schwierig, aber es ist nicht auszuschließen. Ja, da Harris ja noch wahrscheinlich noch neben mir steht, würde ich mich ihm also mal zuwenden und ihm diese Theorie dann auch entsprechend unterbreiten. Was meinen Sie dazu? Halten Sie das für möglich? Sicher, es ist, mit einem gewissen Geschick wird das kein Problem sein, aber vielleicht ist der Mörder auch nur rausgeklettert und an dem nicht ganz so wachsamen Quispen vorbei hier reingeschlichen. Zusammen mit der Leiche. Ich glaube, es ist ziemlich schwer, mit einer Leiche hier wieder reinzuklettern. Von daher vermute ich eher, das Opfer sozusagen selbst dorthin. Das meine ich ja, dass der Mörder und das Opfer, dieser Farrell hier, durch das Haus geschlichen sind, hier rein, sich an den Vorräten von Mr. Pomeroy gütlich getan haben. Eventuell sogar ist der Whisky vergiftet und das würde ich deutlich betonen. Und er ist quasi Opfer eines Mordanschlages, das eigentlich dem Mr. Pomeroy gegolten hätte geworden. Das hat ja gedauert jetzt. Hm? Auch nichts. Was meinen Sie damit, Miss Chase? Naja, dass ich diesen Gedanken schon vor gefühlt einer halben Stunde hatte. Na, dann äußern Sie ihn. Sie waren so beschäftigt. Sie behaupten doch immer so schön, dass Sie eine so intelligente junge Frau sind. Dann äußern Sie ihn. Wir sind ein Team und arbeiten hier zusammen, Miss Chase. Oh, wir sind ein Team. Das höre ich zum ersten Mal. Natürlich sind wir ein Team. Was wäre ich denn ohne Sie? Was ist los mit Ihnen? Sind Sie krank? Ich gehe hin und halte meine Hand an die Stirn. Detektivinspektor, ich würde gern nach außen gehen und vielleicht unten nach Spuren suchen, wenn das recht ist. Tun Sie das. Unten im Salon bemüht sich der gute Doktor um den Vikar, prüft noch einmal den Puls. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Ich glaube, Sie haben gute Chancen, Vikar. Ach, das... Da haben Sie noch einmal Glück gehabt. Das freut mich dann doch. Ein etwa 10-jähriger Junge betritt den Salon. Schmal,
sein Gesicht so ein bisschen schräg haltend und guckt ein wenig ausdruckslos und merkwürdig. Hallo, junger Mann. Ah, Desmond, wie geht es dir? Der Junge reagiert nicht, er guckt einfach nur ein bisschen debil rein. Und eine junge Frau kommt dann kurz danach auch in den Raum rein, so Mitte 20. Desmond, ach, hier bist du ja. Oh, entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Besuch ist. Alles gut, kein Problem. Ich versuche aufzustehen. Vicar, geht es Ihnen nicht gut? Na ja, kleiner Zwischenfall mit einem Reptil, aber ich bin wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, ja. Mit wem habe ich es denn zu tun? Celia, Vicar, Celia Roussel. Ach ja. Sie kennen mich doch. Ja, natürlich, Celia. Wie geht es ihr? Nun, den Umständen entsprechend, Vicar, Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass, ja, der Hausherr hier verstorben sein soll. Ach, papalapap, das stimmt doch gar nicht. Nun, wenn Sie nichts dagegen haben und Sie blickt so ein bisschen kopfnickend Richtung des kleinen Jungen, würde ich Ihnen ganz gerne erst wieder... Ja, ja, machen Sie das, aber es sind einige Damen und Herren von Scotland Yard hier im Haus, die würden sicherlich gerne mit Ihnen reden. Also wenn Sie sich vielleicht ein paar Momente von Ihren Pflichten loseisen könnten, um nochmal hierher zu kommen. Ja, natürlich, selbstverständlich, Vicar. Und bemüht sich dann relativ zügig, den Salon zu verlassen mit Desmond. Mach's gut, Desmond. Ja, ich würde in der Zwischenzeit quasi auch um das Gebäude nach draußen gehen und quasi unter das Fenster. Mhm. Spurensuche. Nein, ich finde nichts. 50 von 20. Etwas drüber. Du schaust sie von unten an und bemerkst dann, oh, du stehst da ja in einem Blumenbeet, das so ringsum das Gebäude halt da geht, und blickst dann nach unten und ja, da sind auch Fußabdrücke, nicht nur deine. Ich würde aber mein Fuß mal neben den Fußabdruck halten, dass ich einen Vergleich habe, ob der größer oder kleiner wie mein Fuß ist. Na, zumindest von den Fußspuren her unterscheiden die sich. Das heißt, sie sind ungefähr gleich groß. Ja. Und? Haben Sie was gefunden, Harris? Ja, hier sind Fußspuren. Ungefähr meine Größe. Mhm. Ich schaue mich mal nach der Leiche um. Hat die Schuhe an? Ja. Dann trotte ich mal langsam darüber, ziehe einen der Schuhe aus und gehe wieder zum Fenster. Sind es vielleicht diese Spuren hier? Und lasse den Schuh einfach mal fallen. Ich würde ihn auffangen und quasi mal daneben halten. Ja, wäre durchaus möglich, mit so einer 50% Wahrscheinlichkeit. Die Größe passt auf alle Fälle. Könnte sein. Mhm, interessant. Ich gucke mir mal den anderen Schuh an, den er ja noch anhat, und untersuche mal, ob der ja da irgendwie Erde oder irgendwas unten in der Sohle drin hat. Detektiv Inspektor! Ja? Fragen Sie mal den Butler, ob er sich erinnern kann, ob das Fenster offen war. Frissy, oder egal. Crispins. Ja, sage ich ja. Das Fenster, war das offen, als Sie heute Morgen hier reingekommen sind? Ich war nicht wirklich lang in diesem Zimmer, Sir, aber ich denke, das Fenster war offen, ja. Mhm. Harris! Ja, Detektiv Inspektor. Er sagt, es war offen. Auch gestern Abend schon? Auch gestern Abend schon? Nein, Sir. Das letzte Mal, als ich den Herrn gesehen habe, war das Fenster nicht offen. Allerdings ist er durchaus in der Lage, das Fenster auch selber zu öffnen, Sir. Da sind Sie sicher? Na gut. Harris? Ja, Sir. Gestern Abend war es nicht offen. Okay. Aber Frisbee ist sicher, dass der Lord das Fenster alleine aufmachen kann. Interessant. Fand ich auch. Ja. Wenn ich jetzt am Fenster stehe, kann ich da am Fenster vielleicht irgendwelche Spuren entdecken? Also zum Beispiel Erde, Erdklumpen oder sonst irgendwas, was da auf dem Fensterbrett oder sonst wo liegt? Auf der Innenseite am Fußboden unter dem Fenster liegt ein Efeublatt. Mhm.
Ich heb das mal auf und steck das gedankenverloren in die Tasche. Tja, Harris. Sir? Ich glaube, wir sollten uns erstmal einen Überblick verschaffen, wer alles hier war. Kommen Sie doch mal wieder rein. Ja, Sir. Dreh mich also wieder um. Sie wissen ja, wie Sie heißen. Können Sie mir sagen, wer Crispin, sich hier... Crispin, Sir. Ja, ich sagte ja, Sie wissen das. Geben Sie es auf. Wer jetzt? Egal. Können Sie mir sagen, wer sich im Haus befunden hat? Gestern, heute, wann auch immer? Sicher, Sir. Gut. Ich meinte das eigentlich mehr so als sagen Sie es mir und nicht als Frage, ob Sie das wirklich können. Natürlich, Sir. Danke. Nun, gestern Abend waren abgesehen von Mr. und Mrs. Pomeroy, ihrem Sohn und den Bediensteten auch einige Gäste im Hause, sowie Dr. Grindelstein. Mhm. Dabei handelt es sich um Mr. Gordon und Bridget Barrymore, Major Tredell und Dr. Grindelstein. Mhm. Weitere Gäste für die Geburtstagsfeier waren nicht anwesend? Doch, selbstverständlich. Mr. Griffin, Mr. Seddon und Clarence und Lucy Winewood. Das waren aber dann alle, die gestern Abend hier waren. Mhm. Und welche Hausangestellten waren hier? Nun, wir haben da Miss Imani Cook, Nyota Cook, meine Wenigkeit und Mr. Clarkson, wobei dieser nicht im Hause war, sondern sich in den Stallungen aufgehalten hat. Er ist der Stallbursche, vermute ich. Richtig, das ist korrekt. Und natürlich unser Kindermädchen Celia Roussel. Mhm. Ich würde da von da hinten dazutreten und fragen, und Sie vergessen Mr. Gardner oder hatte der gestern auch schon frei? Mr. Gardner hatte gestern frei, ist heute nicht zurückgekehrt. Aber er hätte zurückkehren müssen? Ja, Sir. Sein freier Tag war gestern. Mhm. Sehr interessant. Interessant. Sie hatten mir heute Morgen gesagt, Mr. Gardner hätte heute frei. Ja, bis heute Morgen um 8 Uhr, Sir. Gut. Man sieht mir mittlerweile deutlich an, dass ich kurz davor bin, ihm eine runterzuhauen. Ich tendiere dazu, das zu ignorieren, weil ich weiß, dass du hin und wieder ein wenig Auslauf brauchst. Und weil ich das toleriere, speziell bei ihm. Das heißt, wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, wir hatten gestern Abend 2, 3, 4, 5, 7, 8 Gäste. Könnte hinkommen, ja. Und eben die Leute, die noch im Haus wohnen. Nun ja, vielleicht sollten wir uns ein wenig wieder in den Salon begeben. Und vielleicht kann der Vikar uns noch einige Informationen zu den einzelnen Leuten geben. Die Gäste, sind die alle gestern Abend schon abgereist oder sind hier welche über Nacht geblieben? Dr. Grindelstein ist hier geblieben über Nacht, sowie der Major. Wo finden wir den Major jetzt? Ich meine, der Major hätte sich für einen kleinen Spaziergang verabschiedet. Er sollte allerdings jederzeit wieder eintreffen. Sagen Sie, wo ist das Zimmer von Mrs. Pomeroy? Das Zimmer von Mrs. Pomeroy ist den Gang hier rüber. Nun, vielleicht sollten wir ein wenig mit ihr noch reden, was sie davon mitbekommen hat und was dort genau passiert ist. Was meinen Sie, Harris? Auf jeden Fall. Miss Chase, helfen Sie mir kurz. Natürlich. Und Mr. Quispen? Ja, Sir? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das Personal zusammentrommeln würden, dass wir die Damen und den Herren auch befragen können. Sicher, Sir. Gut, dann würde ich sagen, wir wackeln in der Zwischenzeit den Gang runter. Also ich wackle, Miss Chase hält mich aufrecht. Und soweit das geht. Ja, so halbwegs wird's funktionieren. Und ich vermute, Crispin wird uns also den Gang entsprechend runterführen, vermute ich. Ja, er schaut ein wenig pikiert und Miss Pomeroy, geht es nicht wirklich gut, Sir. Sie wollen doch wohl nicht alle jetzt in ihr Gemach. Nein, nein. Und das Sie werde nur ich machen. Bleiben. Und bitte? Ich meine, Quispin, er darf draußen bleiben. Ja, und nur ich und
Miss Chase, die natürlich ihre gesamte medizinische Ausbildung einsetzen wird, damit ich im richtigen Moment wieder mich zurückziehen kann. Nicht wahr, Miss Chase? Ja, natürlich. Das dachte ich mir. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Nun, ich hätte ansonsten vorgeschlagen, ich spreche mit Mrs. Pomeroy, ob sie gewillt ist, sie zu empfangen. Und wenn, dann wird sie wohl im Salon auf sie stoßen. Mein lieber Quispin, ich hatte Ihnen doch einen Auftrag gegeben. Hatten Sie das schon wieder vergessen? Sir. Ich möchte, dass Sie das restliche Personal zusammenrufen. Das habe ich verstanden, Sir. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir kommen hier oben schon ganz alleine klar. Miss Chase wird zuerst hineingehen, sodass auf gar keinen Fall irgendeine unschickliche Situation auftreten wird. Nun, wie Sie meinen. Ich meine. Vielen Dank. So, wenn wir vor der Tür stehen, mache ich eine einladende Geste in Richtung von Abigail Chase und sie darf dann anklopfen, reingehen, wie auch immer. Ja, ich klopfe mal zaghaft an. Mrs. Pomeroy? Quispin geht erstmal derweil die Treppe hinab, immer wieder mal umblickend und mit einem sehr skeptischen Gesichtsausdruck, kommt unten am Salon vorbei und geht dort auch erstmal hinein, um dort auf den Vikar und den Doktor zu treffen und sich da noch einmal nach dem Befinden des Vikars zu erkundigen. Ja, also mir geht's jetzt wirklich besser. Der gute Herr Doktor hat wirklich Wunder gewirkt und Miss Chase hat aufopferungsvoll sich um mich gekümmert. Sehr schön, Vikar, sehr schön. Ich bin ein wenig besorgt, ob des Benehmens der Herrschaften. Aha. Was kümmert Sie denn, Crispin? Nun, die Herrschaften wollen unbedingt Miss Pomeroy in ihrem Gemach belästigen. Sie verstehen doch sicherlich, dass Mrs. Pomeroy unter den gegebenen Umständen ein wenig mitgenommen ist. Ja, das ist ja selbstverständlich, aber auf der anderen Seite, weiß Miss Pomeroy denn, dass sich bei dem Toten im Zimmer ihres Ehemanns nicht um ihren Ehemann handelt inzwischen? Nein, Sir. Diese Nachricht konnte ich ihr noch nicht überbringen. Das fände ich... Ach, helfen Sie mir doch mal mit hoch. Ich rede mit den Herrschaften von Scotland Yard. Vielleicht kann man das Ganze ja doch in zivilisiertere Bahnen bringen. Selbstverständlich. Der Arzt stellt seine Teetasse beiseite und packt auch einmal mit an, um dich auf die Beine zu stellen. So, ich glaube, ich kann schon alleine laufen, aber es wäre ganz nett, wenn Sie ein bisschen in meiner Nähe bleiben, falls Sie mich doch ein gewisser Schwindel. Selbstverständlich, sagt der Arzt, und ich werde mitkommen. Ich schätze mal, dass Mrs. Pomeroy durchaus auch meine Unterstützung benötigen könnte. Er schnappt sich auf seine Arzttasche und begleitet dich mit hinauf. Dr. Quintlestein, ist Ihnen denn irgendetwas Seltsames aufgefallen gestern, heute hier im Haus? Also außer der Tatsache, dass jemand tot gefunden wurde. Es kam gestern Abend wohl zu einer sehr unangenehmen Situation, Vicar. Aha, interessant. Da sollten Sie vielleicht gleich mal dem Detective-Inspektor von berichten. Und wenn Sie meinen, diese unangenehme Situation hatte etwas mit Mr. und Mrs. Pomeroy zu tun, oder? So ist es. Ja, so ja, dann bringen Sie mich mal ganz schnell zu den Herrschaften hoch. Ein sehr leises, zaghaftes ertönt von innen, nachdem du geklopft hast. Nun gehen Sie, ich warte hier. Ja, mach ich. Ich öffne die Tür. Du betrittst das Schlafzimmer von Mrs. Pomeroy, eine etwa 39-jährige Frau, die dort in ihrem Bett liegt, auf jede Menge aufgestapelter Kissen, Decke drüber gezogen und insgesamt ein wenig blass wirkt. Wer sind Sie? Verzeihen Sie die Störung, mein Name ist Abigail Chase.
Schön, Sie kennenzulernen unter diesen Umständen. Ich bin in Begleitung. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn wir zu zweit reinkommen? Oder ist es gerade unpassend? Ich bin gerade nicht wirklich auf Besuch eingerichtet, Miss. Das glaube ich Ihnen. Es ist auch nicht wirklich, ein Besuch. Es geht mehr darum, diese schreckliche Tragödie aufzuklären, um Mr. Pomeroy, wenn Sie vielleicht etwas Zeit hätten und ein paar Fragen beantworten könnten. Ist die Polizei denn schon im Hause? Sagen wir so, wir sind quasi die Polizei. Oh. Ja, dann werde ich wohl, geben Sie mir ein paar Minuten, dass ich mich salonfähig machen kann. Ja, sehr gerne. Wir warten vor der Tür. Dann trete ich zurück und schließe die Tür. Und triffst du auf dem gesamten Pulk, einschließlich des Vikars und Dr. Grindelstein. Ich würde diesem Pulk entgegentreten. Meine Herren, was wollen Sie hier? Der Butler Crispin, ist der auch jetzt dabei? Nein. Nee, okay. Hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Er macht sich Sorgen um seine... Um Mrs. Pomeroy und ihre Verfassung und ob sie in der Verfassung ist, jetzt mit ihnen ein Gespräch zu führen. Und ich kann diese Sorgen tatsächlich verstehen und ich wollte einmal nachfragen, ob es vielleicht nicht besser wäre, zuerst mit den anderen Herrschaften hier im Haus zu sprechen. Also Dr. Quintelstein hat zum Beispiel eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Und ob die nun interessant ist? Ja, bestimmt, die ist sehr interessant, Dr. Quintelstein. Ich kenne sie doch als sehr eloquenten Herrn und guten Beobachter. Mrs. Pomeroy macht sich gerade fertig und sie weiß Bescheid und sie wird uns unsere Fragen beantworten. Ja, aber vielleicht ist es doch besser, ihr noch ein bisschen Zeit zu geben, mit der Situation zurechtzukommen und dass Mr. Crispin Sie auch vielleicht informieren kann darüber. Mr. Armstrong. Was ist denn los? Herr Vicar, Sie haben doch sicher kein Problem damit, wenn ich nächsten Sonntag mich auf Ihre Kanzel stelle und von dort ein wenig predige, nicht wahr? Oh, das wäre nett von Ihnen. Was ist denn Ihre Lieblingsstelle in der im Sie Neuen haben, Testament? Ich habe nicht ganz verstanden, worauf ich hinaus will. Sie möchten eine Predigt halten. Also da bin ich immer sehr auch Laien in Herr die Vicar, Kirche einzubinden. Sie verhalten sich gerade sehr seltsam. Was ist denn los mit Ihnen? Wieso? Ich dachte, ich wollte nur auf dieses Angebot zurückkommen, was ich sehr spannend finde, Harris. Weil gerade... Meine Herren, ich würde den Vikar am Arm nehmen und auch den Dr. Grindelstone und mit Ihnen die Treppe runter. Nein, also lassen Sie die Poli... ja, Mr. Armstrong, wenn Sie nicht wollen, dass Sie den nächsten Sonntag im Gefängnis verbringen, wegen Behinderung des Scotland Yards. Also am nächsten. Dann würde ich Sie bitten, mit mir in den Salon zu kommen. Es geht mir doch nicht um Behinderung. Es geht mir darum, dass wir vielleicht eine gewisse Diskretion wahren und auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die besondere Situation hier im Haus. Und Sie sollten Miss Abigail vertrauen, dass sie das Fingerspitzengefühl hat, um Miss Pomeroy entsprechend zu unterstützen. Ich glaube, vielleicht trinken Sie einfach noch einen Tee und atmen einmal tief durch und führen Ihre Gespräche mit jemand anderem weiter. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte von Dr. Grindelstein. Ich glaube, Sie werden Miss Pomeroy nicht die richtigen Fragen stellen, wenn Sie nicht vorher die Informationen haben, was hier passiert ist gestern Abend. Was wären denn die richtigen Fragen? Wenn Ihnen das so viel bedeutet, gehen Sie vor, gehen Sie nach unten und ich komme einfach... Inspektor, ich helfe Ihnen, wenn ja. Sie... Oder. Miss Chase, Sie warten dann auf Mrs. Pomeroy? Ja, natürlich. Danke. So, dann gehen Sie mal. Dann können Sie mal predigen hier am nächsten Sonntag. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, Wahnsinn hier. Landvolk. Wissen Sie was? Ich habe langsam den Eindruck, das ganze Dorf steckt hier unter einer Decke. Und wenn die nicht alle an diesem Mord beteiligt sind, einschließlich diesem Vikar, dann fresse ich einen Besen. Ich bin auch nicht mehr sicher, was wir hier vorfinden. Also, ich verstehe das alles nicht. Ich muss auch mal irgendwie klarkommen mit den ganzen Verhältnissen hier. Ich glaube, wir hören tatsächlich dem Doktor mal zu. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich fand es schon merkwürdig, dass der Vikar mit bloßen Händen die Schlange einfangen wollte. Ich hätte sie erschossen. Ja,
Ein Geschöpf Gottes. Egal. Ein Geschöpf Gottes? Da weiß doch jeder die Bibel. Wer hat denn Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben? Die Schlange. Die ist schuld an dieser ganzen Misere. Und da darf ich Sie korrigieren. Also die Vertreibung selbst erfolgte durch den Erzengel. Ist egal, die Schlange ist schuld. Sie ist das Sinnbild des Teufels und kein Geschöpf Gottes. Ja, ich glaube, das legen Sie zu wörtlich aus, das gute Wort da. Können wir jetzt bitte runtergehen? Aber, bitte. Aber wenn Sie eine Predigt über die Erbsünde halten wollen, nein, am Sonntag, Ich möchte in meinen Stuhl einfach nur einen Moment sitzen und versuchen, die Schmerzen besser zu ertragen, auch wenn sie nicht in den Beinen sitzen. Ich würde vorschlagen, wir verhaften das ganze Dorf in Beugehaft. Eine Woche in London im Tower. Und dann werden die schon reden. Damals im Krimkrieg, wir hätten das ganze Dorf einfach dem Erdboden gleich gemacht. Wahrscheinlich wäre das besser gewesen. Gehen wir runter. Ihr geht also zurück in den Salon. Schwerfällig lässt sich der Detective in seinen Rollstuhl da zurückfallen. Oh. Der Tee ist mittlerweile kalt. Und nachdem alle jetzt im Salon sind, ja, stellt sich Dr. Grindelstein also dann dahin und was soll ich Ihnen nun sagen? Es ist ein wenig unschön, würde ich mal so sagen. Im Rahmen der Feierlichkeiten gestern hat Mr. Pomeroy eine sehr unglückliche Aussage getätigt, wonach er sich von seiner Frau wohl trennen wollte. Ja, Vika, ich kann ihr Entsetzen nachvollziehen. Oh ja, entsetzlich. Aber er begründete dies. Sie können sicherlich verstehen, dass dies ein schwerer Schlag für Mrs. Pomeroy war. Und die Stimmung auf der Gesellschaft dann selbstverständlich eher drückend war. Hat er etwas über seine Gründe gesagt für diese Entscheidung? Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sei die Flamme der Liebe erloschen, beziehungsweise gelte nun einer anderen Frau. Mhm. Hat er zufällig den Namen? Entschuldigen Sie, Constable Detective, ich möchte mich nicht nochmal einmischen, tut mir leid, sorry. Doktor, den wievielten Geburtstag hatte Mr. Pomeroy gestern gefeiert? Den 44. Geburtstag. Constable, jetzt würde ich schon einen Schluck von Ihrem Flachmann nehmen. Ach, ja, ich würde dem Vikar meinen Flachmann hinhalten, aber nicht leer trinken. Nein, nur ein kleines Schlücklein. Sehr gut. Die Herren, das Personal wäre nun in der Küche für Sie zusammengetreten. Das sollen Sie so lange auf der Stelle treten, bis wir hier fertig sind. Sehr wohl, Sir. Ach, Crispin, könnten Sie uns noch mal einen neuen Tee bringen? Und vielleicht ein paar Ingwerplätzchen? Oder Sandwiches? Ich werde sehen, was wir machen können, während wir auf der Stelle treten, Sir. Doktor, nochmal kurz zurück zu gestern Abend. Hat er Mr. Pomeroy irgendeinen Namen genannt? Also von der Frau, für die er sich jetzt interessiert? Ich muss gestehen, das ist mir jetzt nicht sofort präsent. Ich war selber ein wenig entsetzt über diese Eröffnung, die Mr. Pomeroy hier getätigt hat. Von daher sehen Sie es mir nach, dass ich mir dieses Detail jetzt nicht gemerkt habe. Also war es eine unerwartete Entscheidung? So würde ich das definitiv sehen, ja. Also keine Anzeichen im Vorfeld von Streit zwischen den Ehepartnern? Nein, Sir. Keine, die mir jetzt aufgefallen wären. Allerdings bin ich natürlich auch nicht täglich hier im Hause. Das heißt, Sie würden also das Verhältnis zwischen Mrs. und Mr. Pomeroy in der Vergangenheit als gut bezeichnen? So wie Sie sich mir gegenüber gegeben haben, ja, Sir. Detektiv Inspektor, können Sie vielleicht einen der Briefe mal dem Doktor zeigen? Sie kennen die Handschrift von Mr. Pomeroy, Doktor? Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ich sie unter 100 Schriften erkennen würde, aber ich habe durchaus seine Handschrift schon das ein oder andere Mal gesehen. Dann ziehe ich mal einen der Briefe raus und
halt ihm den hin. Und was sagen Sie dazu? Das wäre gut möglich, Sir. War da nicht ein Brief, wo der Arzt auch erwähnt wird? Ja, ich kram den einen Brief mal raus und dann, Herr Doktor, Sie sagten, es hätte keinen Streit gegeben? Gestern Abend, die Gesellschaft war durchaus entsetzt und es sind da einige unschöne Worte gefallen. Dann erlauben Sie mir, dass ich Ihnen eine Passage vorlese aus einem der Briefe. Mir blieb nicht verborgen, dass meine Frau mich nicht mehr liebt. Wie sie nur die anderen Männer betrachtet und allen voran diesen Arzt, der ständig um Desmond herumscharwenzelt. Nun, Doktor? Was soll ich dazu sagen, Detective? Die Wahrheit, Doktor, die Wahrheit. Hatten Sie ein Interesse an Mrs. Pomeroy oder sie an Ihnen? Nun, ich kann nicht von der Hand weisen, dass da eine durchaus gewisse eine gegenseitige aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich zwischen die Eheleute zu stellen. Mhm. Und Sie sind nicht der Meinung, dass das vielleicht etwas ist, was Sie uns hätten sagen können, wenn wir nach möglichen Streitpunkten fragen, Herr Doktor? Ich halte das für ein ausgezeichnetes Mordmotiv, mein lieber Detektivinspektor. Ja, ich glaube auch, Harris. Man sollte das auf jeden Fall näher betrachten. Vor allem, da Sie ja versucht haben, es zu verschweigen. Also, ich möchte mir das verbieten, Sir. Mhm. Ich glaube nicht, dass das irgendwie hier zur Sache... Welches Interesse könnte ich denn daran haben? Ich bin Arzt und ich habe geschworen, Leben zu retten und nicht selbiges zu nehmen. Ich bitte Sie. Oh, glauben Sie mir, ich habe genug Ärzte erlebt, die auch ihren hippokratischen Eid mal hinter sich gelassen haben. Aber wenn Sie ein Interesse an Mrs. Pomeroy hatten, und das offensichtlich dem Mann aufgefallen ist, könnte es dann sein, dass Sie vielleicht nicht ganz so entsetzt waren wie die anderen? Dies halte ich für eine ziemlich unverfrorene Unterstellung. Mhm. Nun ja, lassen wir das erstmal einfach so stehen. Gut, Doktor, was haben Sie denn für ein Verhältnis mit Desmond? Ein ganz gewöhnliches Arzt-Patienten-Verhältnis, Sir. Kommen Sie gut mit ihm klar? Der arme Desmond, er ist nicht der Hellste. Er ist von Geburt an ein wenig, zurückgeblieben und bedarf gelegentlich einiger Medikamente zur Beruhigung. Und die bekommt er von Ihnen? Selbstverständlich. Ich bin ja schließlich der Hausarzt der Familie. Und wie oft halten Sie sich hier auf? Ja, was heißt hier aufhalten? Aber ein- oder zweimal die Woche schaue ich hier durchaus vorbei, beziehungsweise werde gerufen. Na gut. Und trotzdem ist Ihnen nichts aufgefallen. Interessant. Nun ja. Und Sie haben auch keine Vorstellung, um nochmal darauf zurückzukommen, wer die andere Frau in Mr. Pomeroys Leben sein könnte. Nein, Sir, das kann ich mit aller Entschiedenheit verneinen. Ein Grund, warum er sich das Leben genommen hat, schließlich haben wir ja einen Abschiedsbrief gefunden, oder besser gesagt mehrere, können Sie sich auch nicht vorstellen. Ich meine, Sie kennen die Familie, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass er schwermütig ist oder ähnliches. Nun, in der Tat, Mr. Pomeroy war gelegentlich schwermütig und bedrückt. Er war kein Kind von Freude oder Glückseligkeit, wenn Sie mich fragen. Vielleicht haben Sie recht, das Verhältnis der Eheleute war dann doch wohl eher abgekühlt. Aber ob dies dann ein Grund ist, sich das Leben zu nehmen, Sir, das kann ich leider nicht beantworten. Aber, wir kennen es ja schon von William Shakespeare. Die Liebe geht manchmal sehr ungewöhnliche Wege. Hm.
Detective Inspector, dürfte ich vielleicht eine kleine Frage stellen? Oh, dürfen Sie gerne. Dr. Quindlestein, waren Sie zur Geburtstagsfeier eingeladen? Man hat mich gebeten zu bleiben. Wer hat Sie gebeten zu bleiben? Auch Mr. Pomeroy. Oh, ja, ich dachte nur, weil wenn man das so liest, könnte man meinen, dass Mr. Pomeroy nicht so die größte, also wenn Sie das verzeihen, dass ich das so formuliere, aber so die beste Meinung von Ihnen hat und dass er Sie dann zu seinem Geburtstag einlädt. Das kommt mir irgendwie ein bisschen seltsam vor. Nun, ich war bereits im Hause zugegen, weil ich gerufen worden bin, um mich um den jungen Pomeroy zu kümmern. Und da ich nun einmal im Hause war, ist mir dann auch eine Einladung zum Dinner gegeben worden. Und da ich keine weiteren Verpflichtungen an dem Abend mehr hatte, habe ich zugesagt und bin geblieben. Ach so. Sagen Sie, Doktor, wie lange sind Sie schon der Hausarzt von Familie Pomeroy? Oh, schon eine geraume Weile, Sir. Und Mr. Pomeroy, war er vor der jetzigen Miss Pomeroy schon mal verheiratet? Das ist richtig. Und aus dieser Ehe ist eine Tochter hervorgegangen? Das weiß ich jetzt nicht, Sir. Aber zu jener Zeit, als er mit der Mutter von Miss Pomeroy verheiratet war, war ich noch nicht hier zugegen. Mit der Mutter von Miss Pomeroy? Ja, ich lasse euch mit diesen Gedanken alleine und wir gucken dann beim nächsten Mal weiter, was das Personal noch so zu erzählen hat. Ich danke fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schockiert. Ciao. Bis dann. Bis schönen dann. Abend noch. Ciao. Sodom und Gomorra. Das muss ich auch erstmal alles verraten. Private Eye ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Thilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jaegers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Mr. Armstrong, wie geht es Ihnen? Oh, er ist doch tot. So, tut mir. Burensicherung, oder? Genau, Sicherung, sorry. Nein, ich finde nichts. 50 von 20. Etwas drüber. Ja, etwas drüber. Habt ihr wirklich so schlechte Werte? Irgendwas stimmt mit diesem System nicht. Und ich vermute, Crispin oder... Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, wie er heißt. Crispin, Sir. Danke sehr. Frisbee wird uns also den Gang entsprechend runterführen, vermute ich. Doktor, den wievielten Geburtstag hatte Mr. Pomeroy gestern gefeiert? Ja. Du kannst genau die richtigen Fragen stellen, die ich dann spontan nicht beantworten kann. Entschuldigung, das ist mein Job als Constable. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2020.